Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skeleton Wars und ich bin wieder euer Skelett Boys. Und was haben wir da? Nein, ich komme auf Twitch Stream. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Da haben wir für den kleinen Olaf haben wir ja seine Einkaufsliste gemacht und haben sehr viele, haben 6 Diamantblöcke bekommen, 32 Eisenblöcke. Ihr seht schon, ich habe weniger Eisenblöcke, zeige ich euch gleich. Und darauf komme ich auch später. Und noch 16 Goldblöcke. Und da ist der kleine Baby Skelett Boss, meine ich. Aber was ich mit euch bauen wollte, ich habe hier was vorbereitet. Ein paar Sachen. Manche Leute fragen sich, warum. Ah ja, ich habe noch unsere Liste ergänzt. Hier, Schlafzimmer. Und ich habe hier noch ergänzt. Da. Baby-Skelett, Boss, Kinderzimmer hatten wir schon. Ein Arbeitszimmer, ein Kino, eine Disco und ein Verzauberungsraum. Und was ich bauen möchte, damit habe ich angefangen zu bauen. Habe ich hier mein Schlafzimmer angefangen. Und das wollte ich mit euch einfach mal einrichten. Mein Schlafzimmer. Und die Sachen, die ich gebraucht habe, waren jetzt nicht alle sehr billig, wie der Computer. Ja gut. Paar Eisenblöcke. Oder, nein, der TV hatten wir schon. Oder ist Stereo. Ja, war nicht das Billigste. Aber müsste klappen. Mit Baum meine ich so. Nein. Och. Leute, ich hole mir kurz die ganzen Sachen. Da. Haben wir zuerst die ganzen Sachen. Dann bauen wir dahin unser Bett. Da und da befüllen wir es. Dann bauen wir wieder nicht zu dicht den Fernseher haben. Nein. So. Dann bauen wir den Tisch mit Sachen. Dann können wir zum Arbeiten dahin. Und dann nochmal da. Und hier noch das Kabinett mit dem kleinen Computer. Dann hole ich mir noch die Sachen. Und gut. Dann stellen wir uns das Radio noch da. Und ich wollte mal ein bisschen Presents wieder öffnen. Und zack. Was haben wir gekriegt? Ein Slime, ein Creeper, eine Spinne, ein Drachen und 2 Kühe, ein Blaze und ein Wolf. Yay! So, haben wir einen kleinen Creeper. Dann haben wir da auch noch eine kleine Kuh, weil wir dürfen die nicht platzieren, weil wenn ich dann aus dem Spiel gehe und wiederkomme, verschwinden die. Da seht ihr es. Zack, der kleine Drache. Ja, das ist ein kleiner Bug bei mir. Ich glaube, wir räumen doch diese Kiste auf mit den Nuggets. Die Nuggets können wir rausnehmen und dann da die ganz zu den Münzen packen, zu dem Geld, können wir die ganzen Nuggets packen. Und dann machen wir aus dieser Kiste, machen wir eine Kuscheltierkiste. Ja gut. Und da können wir die Sachen da reinpacken. Boah. So. Und was der Computer kann, fragen sich bestimmt einige Leute. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich werde es trotzdem zeigen für die Leute, die sich das fragen. Lass uns erstmal schauen, was der Computer so kann. Ah ja, den hatten wir schon. Gebrannter Ton kriegen wir. Für ein Emerald. Ein Skelettschädel. Ja, das ist schon cool. Ein Sattel. Ja. Ja, eine Pferderüstung. 8 Diamanten. Okay. Level. Das ist gut. Ein paar Feuerwerkskörper ist auch gut. Hier Behutsamkeit. Das ist nice. Unsichtbarkeit kann man gut benutzen. Und Rezept. Mann, wir brauchen echt Emeralds. Ja, aber was ich mir mal kaufen kann, damit wir Level 6 in Erfahrung werden, kaufe ich mir mal ein bisschen Erfahrung. Ja, 2.
Und das machen wir am Ende der Folge. Leute, das machen wir am Ende der Folge. So, kaufen wir ein bisschen Erfahrung. Wo ist denn Erfahrung? Ich muss das erst reinlegen. Okay. Zack, zack. Gekauft. Haben wir alles? Passt. Gut, dann zack. Ah, wir haben 4 Erfahrung bekommen. 6. Cool. So. Ah ja. Die Fackeln habe ich vergessen. Das sind geschisselte Fackeln. Kann ich euch hier zeigen? Die habe ich geschisselt. Die Fackeln. Mit dem Schüssel. Und die wollte ich eigentlich hier packen, so als Kerzen. Können wir eine noch da? Nein. Hallo? Also. Kriegen wir sie hin? Zack. So. Ach, nein. Und dort können wir uns. Nein. So. Bisschen schlafen legen. Ah. Das dürfen wir nicht. Das ist so nicht gut. Wenn wir einfach nur auf so einem leeren Bett schlafen. Wir brauchen unbedingt ein buntes. Buntes. Wie ich flipp schon aus. Jetzt habe ich mich verlaufen. So. Wo ist unser Hammer? Das ist der Hammer, Leute. Leute, da ist unser Hammer. Ich habe überlegt, für die Sache, die ich euch später zeige, den Raum mit der Sache zu bauen. Aber doch nicht. Nicht in der Folge, sondern in der Timelapse. Leute, wenn ihr eine Timelapse haben möchtet, packe ich euch oben rechts jetzt eine Abstimmung ab. Wenn ich Timelapse machen soll, dann stimmt auf ja. Und wenn ihr keine Timelapse sehen wollt, dann nein. Oder wenn ihr vielleicht oder so. Stimmt einfach ab, wenn ich mal eine Timelapse machen soll. Weil Timelapse ist immer für mich ein bisschen mehr Arbeit. Aber für euch mache ich das doch gerne. Timelapse. Jo. Oh, so. Aber jetzt. Sorry. Lassen wir uns nicht abkommen. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Schlafen. Mann, ich bin ein bisschen verplant. Erstmal legen wir uns hin. Oh ja. Ja, wir haben wieder mal ein sehr gutes Bett. Ja, das Bett ist wie immer sehr, sehr schön. Und mal schauen, ob wir was im Briefkasten haben. Und wow, wir haben, komm schnell. Okay, das klingt jetzt nicht so gut. Wenn ihr mal vielleicht einen Pop hört. Ich bin ein paar Mal gegen mein Mikro gekommen. Mit meinem anderen Mikro von meinem Headset. Hallo Skelettboys, komm schnell zu mir. Ich muss mit dir reden, George. Oh oh. Ich ahne Böses. Wisst ihr noch die Sache mit dem Glowstone? Vielleicht hat George bemerkt. Ich weiß es aber nicht, Leute. Da ist das Dorf. Okay. Kleiner Leck. Ich muss aber vorher noch mal kurz mit dem Olaf sprechen. Vielleicht möchte Olaf irgendwas sagen. Verdammt leise, Leute. Leute, ihr müsst ganz leise sein. Sonst hört es doch der liebe George. So, schnell zu. Oh, hi, Olaf. Wie geht es? Ah, du hast deine Sachen schon genommen. Olaf, hi. Danke nochmal, dass du meinen Einkauf so sehr liegt hast. Kein Problem. Okay, ciao. Okay, ist doch kein Problem. Olaf. Wir machen. Olaf. Olaf, das mache ich doch immer gern. Olaf. Mit Olaf kann man auch nicht reden. Schaut immer weg. Aber jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Leute. Da. Was will George? Ich weiß nicht, wie George ist, wenn er sauer ist. Okay. Hallo, George? Bist du da? Hallo, George. Wie geht es dir? Skelettboys, das nächste Mal frag doch einfach, das geht so nicht. Okay, es tut mir sehr leid. Ich brauche nur das Glowstone. Okay, ich hoffe, es war
deine Lektion. Ja, ciao. Ja, George, es tut mir leid. Ich brauche das Glowstone für meine Gravity Gun. Es tut mir aber leid, George. Bitte. Ich möchte keinen Ärger mit dir, George. Bitte. Ich will keinen Ärger. Ich möchte einfach nur im Frieden. Und das wird jetzt auch nie mehr vorkommen, George. Okay? Bitte. Okay. Ich hoffe, du hast dich beruhigt. Leute. Ich bin doch nur ein Skelett, das keine Eltern, keine Familie hat. Ich will einfach nur in Ruhe hier leben. Ich brauchte das Glowstone. Au. Ich brauche doch nur das Glowstone. Leute, aber egal. Mit Shadow irgendwas? Mann. Warum kommt hier einfach nichts Neues in die Stadt? Das geht so nicht. Shadow, hallo. Shadow! Guten Tag, Skelippe. Was können wir für Sie bauen? Ihr könntet sowas wie zum Beispiel ein Krankenhaus, eine Feuerwehr, eine Polizei, sowas halt, was man braucht, sowas. Was man für die Gemeinde braucht, so welche Sachen halt. Shadow. Ihr müsst nicht immer das, ihr sollt auch das bauen, was ich euch sage, aber ihr könnt auch mal was komplett anderes bauen. Okay, ich überlege mit meinem Team. Okay. Ja, ich hoffe, ich habe es dir gut erklärt, dass ihr mal auch was anderes bauen könnt, außer immer nur meine Sachen. Überlegt doch mal selber. Überlegt selber. Sonst gibt es keinen normalen Skelettboss mehr, sondern einen Evil. So, ich hoffe, es hat eine Lektion. Leute. Und was wir schon seit langem machen wollen, ich habe es zu bauen auf friedlich gestellt. Ja, was mir jetzt einfällt. Wir haben da noch eine Sache zu erledigen. Namens einen Dungeon. Oder mehrere Dungeon. Können wir ja jetzt mal machen. Denn Dungeon oder mehrere. Bevor wir das machen, möchte ich noch mal zu was von uns gehen, was wir hingeplatziert haben. Unser schönes Feld. Da gehen wir ja immer ab und zu. Ich gucke auch manchmal nach den Folgen. Ja, und ernte die Sachen dann ab, wenn die reif sind. Ah, die Erdbeeren sind reif. So. Ja, dann noch die Melonen. Die wir am meisten essen, die Melonen. Und noch das Zuckerrohr. Oh, alles weg. Nice. Hier die Samen könnten wir gebrauchen. Für das Weizen. Ja, dann gehen wir mal wieder hoch. Zu unserem Haus. Oh, wisst ihr noch, Leutchen? Wo wir am Anfang immer so lange gesucht haben. Oh, das ist ja noch eine Leiche von mir. Zack. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich hier gestorben bin. Und jetzt finden wir unser Heim einfach ganz schnell. Was ich überlegt habe. Hier haben wir noch ein paar Blöcke. Weil ich habe mir überlegt. Einfach diese Treppen hier so als Übergang. Da fehlt doch was. Ja, ich schau mal nach was man nehmen könnte. Ja, nach was von der Mod. Was könnte man dafür nehmen? Was könnte man nehmen? Oh, eine Wippe. Was ist das? Cornite LH End. Okay. Roundfind? Nein. Rounded? Wo ist das? Nein. Leute, lasst uns mal schauen. Ja. Ich habe an sowas gesagt. Okay. Dann nehme ich mir mal die hier ein bisschen Schwarzeiche raus. Weil ich nicht weiß, wie viel die dafür wollen. Weil man muss immer gucken, wie viel die dafür haben wollen.
Dann lege ich hier ein bisschen Schwarzeich hin. Ah, man kriegt schon für 1, 2. Okay. Und dann gucken, wie das da oben aussieht. Ich habe mit denen auch noch nicht so viel gearbeitet. Oder so gesagt gar nicht. Und ich lasse mich mal überraschen. Dann könnte man hier, ja, kann man, nein, nicht so rum. Da, so rum. Ach, nicht so. Da hat's auch geklappt. Dann kann man ja was essen. Mit Essen wird man immer schlauer. Wenn man isst. Die Gurken bringen jetzt nicht so viel. Ah! Da ist die Schwarzeiche. Dann nehmen wir uns da. Und setzen das so hin. Naja. Sieht ganz okay aus. Kann man so lassen. Dann bauen wir das. Das ab. Bauen wir den Block dahin. Und wo ist jetzt das Teil? Das Runde. Da. Yay. Und das ist ein zu hinten. Yay. Das freut mich. Yay. Ist mir egal. Ist asymmetrisch, aber ist mir egal. Ist mir egal. Und jetzt kommen wir zur Sache. Wenn wir das jetzt erstmal weglagern, die ganzen Sachen, dann kommen wir zur Sache, die ich mit euch bauen wollte. Die kann ich im Inventar behalten. Was kann man eigentlich mit Curry Leaves machen? Dann kommen die Auberginen da rein. Da kommen die Erdbeeren. Gemüse, Eibisch, okay. Ah ja, das Weizen, nein, das ist da nicht. Oh doch, Weizen gehört dahin. In die Reihe gehört das Weizen. Das Zuckerrohr kommt dahin. Dann kommt es nach da. Dann bauen wir mal die Sache. Ein Advanced Enchantment Table. Dann brauchen wir ein Enderauge. Haben wir noch ein Enderauge? Nein! Okay, dann kaufen wir uns gleich eins. Dann brauchen wir Gold. 5. Brauchen wir eine davon. Nehmen wir einen von unseren Büchern. Welches nehmen wir? Also ein Buch und Federn. Nehmen wir. Dann brauchen wir noch 2 Obsidian. Haben wir noch? Wo haben wir das Obsidian? Brauchen wir auch noch eins davon? Dann teleportieren wir uns schnell ins Dorf. Gehen schnell mal zu Keon. Und holen uns da ein paar Sachen. Jetzt. Ach. Okay. Keon hat ja immer wieder sehr viel Obsidian. Dem brauchen schnell 2 Münzen von dir. Dann gehen wir einmal zu Keon und zu Rion. Ich glaube, Keon und Rion sind verwandt. Könnte nur an den Namen liegen. Aber ich will nicht Schlagzeug spielen. Das klappt nicht. Ich glaube aber trotzdem, die beiden wären verwandt. Könnte mal sein. Vielleicht. Wir brauchen noch eine Ernsthaft. Da ein ganze volle Ernst drin. Gleich erlebst du jemand anders als ich bin. Gleich kommt Pirate. Arr. Ich drücke ein Auge zu und mir ein Holzbein und eine Kralle und dann bin ich ein Pirat. Ja, dann bin ich ein Pirat. Ich muss kurz meinen Lippen. Leute, da bin ich wieder. Dann holen wir uns das Enderauge, teleportieren uns nach Hause, wusch. Teleportiert. Dann holen wir uns noch ein bisschen Gold. Genau. 2 Gold.
Und dann bauen wir uns den Advanced Enchantment Table. Kriege ich das noch? Wir brauchen hier erstmal. Kriege ich das noch aus den Gedächtnissen? Oh, was brauchen wir nochmal alles? Lass mich überlegen. Wir brauchen ein Buch, das wir nicht besitzen. Oder doch? Ich mache dir das Leben einfacher. Wozu gibt's Briefe? Packt mal einfach. Zack. Okay, das Ergebnis. Cool. Da steht jetzt der Name. Dann haben wir ein Buch. Dann brauchen wir noch einen, genau einen einzigen Diamanten brauchen wir noch. Genau einen und haben einen einzigen Emerald, den wir genau ein einziges Mal brauchen. Genau ein einziges Mal. Haben wir da das genau eine Buch. Und wir brauchen noch Obsidian. Wir haben noch... Was ist das? Wir kommen gerade zu gar nichts, Leute. Wieder ins Dorf rennen. Ich bin sauer, deswegen spreche ich nicht mehr. Ich bin sauer. Gut. Wir brauchen noch ein Gold. Alter, das geht nicht. So. Doch. Mann, Minecraft Skeleton Wars ist heute gerade super wieder. Dann haben wir auch eine Münze übrig. Und wir haben Münzen da drinne. Wir haben gerade umsonst einfach so Gold verschwendet. Das ist super. Aber egal, dafür bauen wir uns jetzt einen super Verzauberungstisch, der super ist. Einen Advanced Enchanting Table. Dann brauchen wir hier die. Dann brauchen wir da das Ender. Und das Buch. Wir haben den Advanced Enchantment Table. Ich kann euch den mal da hinstellen. Und jetzt legen wir was rein, wie unser Temple Plate. Und können es verzaubern. Ja, dann machen wir mal Schärfe 3 drauf. Dann noch Verbrennung. Machen wir Schärfe 2 wieder. Machen wir Verbrennung 1. Was haben wir sonst auch? Ja. Kosten 6. Ah, weil wir nur 6 haben. Und haben jetzt auf unserem Temperate Blade noch Verbrennung. Und das ist der Advanced Enchantment Table. Wir können einfach das auswählen, was wir haben möchten. Ich baue dem dann noch einen kleinen Verzauberungsraum. Essen wir schnell noch ein paar Melonen. Melonen. Ich dachte gerade, ich habe mich versprochen. Und können das abhaken. Dann Arbeitszimmer haben wir. Und unser Schlafzimmer. Weil das Schlafzimmer, da habe ich gleich auch ein Arbeitszimmer gebaut. Können wir ein bisschen arbeiten. Leute. Wenn euch diese kleine, konfuse Folge Minecraft Skeleton Wars gefallen hat, dann lasst doch einen dicken, fetten Like da für den Super Advanced Enchantment Table. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt von mir, dann abonnieren. Und sonst sage ich nur Ciao, Leute! Wee! Wee!